Bei Rewe kostet das Parken mittlerweile 30 Euro, bei Aldi 19,95. Dann, wenn man keine Parkscheibe hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Parkscheiben hinzulegen, das vergisst man immer wieder. Deswegen gibt es elektronische Parkscheiben. Die sind auch zugelassen und funktionieren sehr gut. Wie so eine elektronische Parkscheibe funktioniert, seht ihr in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alper und in diesem Video sprechen wir über das Thema elektronische Parkscheiben. Leider ist es so, dass auf Supermärkten immer mehr Leute einfach auf den Parkplätzen parken und zwar nicht nur zum Einkaufen, sondern auch einfach so, weil sie Lust drauf haben. Die Supermärkte wissen nicht, wie sie sich dem entziehen können und haben deswegen Parkgebühren eingeführt. Diese Parkgebühren werden immer dann fällig, wenn man keine Parkscheibe ausgelegt hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, eine Parkscheibe auszulegen, das vergisst man doch relativ häufig. Deswegen gibt es elektronische Parkscheiben. Ich habe mir eine solche Parkscheibe gekauft. Das ist Parklite, eines der meistverkauften elektronischen Parkscheiben. Und wir packen das gemeinsam heute mal aus und schauen uns an, wie das Ganze auch funktioniert und wie das konfiguriert werden kann. In der Packung selber seht ihr die Parkscheibe. Hier sehen wir vier kleine Befestigungspunkte. Dort kann die Parkscheibe dann an der Scheibe angebracht werden. Auf der Rückseite sehen wir hier einen Taster, hier eine kleine Einbuchtung, um das Ganze einzustellen. Hier sehen wir später Datum und Uhrzeit und hier kommt die Batterie hinein. Ansonsten haben wir hier noch ein Reinigungstuch und eine Anleitung. Die Batterie selber, die ist hier hinterlegt, die kann man ganz einfach hier einschieben. Das ist eine CR2450, ein Ersatz kann man sehr einfach und sehr günstig bei Amazon oder eBay kaufen. Wir legen einmal diese Batterie mal ein und sehen dann auch schon, dass sich dann hier eine Uhrzeit zeigt. Diese Uhrzeit ist natürlich jetzt nicht aktuell. Um diese einmal einzustellen, muss man hier einmal mit einer kleinen Büroklammer einmal einstechen, bis das Ganze einmal anfängt zu blinken. Und jetzt kann man hier zunächst die Stunde einstellen, mit einem weiteren Klick dann die Minuten, dann das Jahr, den Monat und den Tag. Habt ihr die Uhrzeit einmal eingestellt, gebt ihr erneut hier einen Klick rein und schon ist das Ganze eingestellt. Wie ihr seht, fängt hier auch sofort an, das P zu leuchten. Was bedeutet das P? Das P bedeutet, dass das Fahrzeug aktuell nicht bewegt wird und sich in einem Parkzustand befindet. Vom Kraftfahrtbundesamt ist zugelassen, dass ihr das Fahrzeug in der nächsten halben Stunde einmal vorstellt. Das heißt, wir haben hier einmal 11.41 Uhr, die nächste Möglichkeit ist eben 12 Uhr und die Uhrzeit stellt sich dann entsprechend auf die 12 Uhr. Weswegen ist jetzt hier die Anzeige verschwunden? Weil ich das Ganze bewegt habe. So funktioniert das Ganze nämlich. In dieser Parkscheibe ist ein Geschwindigkeitssensor, ein Bewegungssensor enthalten. Sobald sich das Ganze bewegt, weiß die Parkscheibe, dass das Auto sich bewegt, also parkt es momentan nicht. Bleibt das Auto jedoch mal stehen, dann, jetzt seht ihr nämlich hier auch, ist das P weg, parkt das Auto und die Parkscheibe stellt sich eben auf die nächste Möglichkeit innerhalb der nächsten halben Stunde ein. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen bewegen, bis wir eine Minute voran sind und dann einfach mal etwas stillhalten. Ich mache das jetzt einmal. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ist die Uhrzeit auf 11.46 Uhr eingestellt. Nach ungefähr 10 Sekunden Stillstand geht das Parksymbol an und wie ihr nun sehen könnt, ist hier 12 Uhr eingestellt. Das bedeutet, ich kann jetzt also ganz normal einkaufen gehen und wenn eine Politesse oder ein Kontrolleur kommt, kann er eben sehen, aha, die Ankunftszeit war 12 Uhr und ich kann dann zum Beispiel eine Stunde parken. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel eben wie in diesem Fall um 11.46 Uhr komme, muss ich nicht 11.45 Uhr einstellen, sondern immer die nächste Viertelstunde. Und dann passt das Ganze auch hervorragend. Eine wirklich tolle Idee, ich finde das richtig klasse, ich werde das gleich heute an meinem Fahrzeug anbringen, einmal mit dem Reinigungstuch sauber machen, hier die Schutzkappen abziehen und dann entsprechend befestigen. Ja, wie viel kostet diese Parklite? Ich habe sie für 27,90 Euro gekauft. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel das entsprechend in Zukunft kosten wird, aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Probiert es einfach mal aus. Und das war es dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Videowelt.